Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu diesem Freitags-News-Update. Hallo, Swadika. Wir haben heute ein bisschen überlegt, was wir euch senden sollen. Die politische Lage in der Welt sieht ja nicht so rosig aus. Aber es passieren auch wichtige Dinge in Thailand, über die sich die Urlauber informieren sollten, weil einige sind ja auf dem Weg hierher. Und damit das alles in vernünftigen Bahnen kommt, haben wir das hier mal zusammengefasst für euch in diesem Video. Wir sprechen heute über kurzfristige Änderungen, die jetzt die Urlauber direkt betreffen, die nächste Zeit und auch die langfristigen Planungen, die Thailand in dieser Situation hat. Scheinbar geht es jetzt dort ein bisschen voran, aber fangen wir mal an mit dem Wichtigsten. Am 1.3. hatten wir berichtet groß darüber, dass der Thailand-Pass und die Einreise nach Thailand mit dem sogenannten Test-and-Go-Programm etwas vereinfacht wurde. Fragen und Diskussionen dazu gab es natürlich, was passiert, wenn mein Thailand-Pass schon vorab bestätigt worden ist. Und jetzt hat es eine offizielle Meldung dazu gegeben, die besagt, der Thai-Pass muss nicht neu beantragt werden, sondern er behält seine Gültigkeit und man kann das Hotel und den Test für den 5. Tag einfach stornieren. Es sollte keine Probleme geben. Einer unserer Zuschauer hat uns auch in die Kommentare geschrieben, dass er seinen Thailand-Pass storniert hat und neu beantragt hat. Diesen Weg wird es wahrscheinlich auch geben. Offizielle Aussage aber von der TAT heißt, es gibt keine Probleme bei der Einreise, wenn das storniert ist und so weiter. Wichtig ist nur der erste Tag in dem SAH Plus Hotel plus einem gebuchten Test und wenn dieser Test entsprechend ausfällt und man dann alle Papiere beieinander hat, kann man das Hotel auch verlassen, muss dann nicht über Nacht bleiben und so weiter. Geht halt nur darum, dass es nachvollziehbar ist. Doch wenn man dann hier ist, kann man sich schon ein bisschen darauf einstellen. Einige der Feiertage sind abgesagt. Wir hatten das gestern schon mal kurz in einem Community-Beitrag geteilt mit euch. Sprich, das nächste, was ja angestanden hätte hier für Pattaya, wären die Music Festivals gewesen im März. Die sind jetzt alle verschoben worden nach hinten auf erstmal unbestimmte Zeit. Man wird sich da nochmal Gedanken machen. Grund natürlich wieder steigende Zahlen. Man hat Sorge, dass es schlimmer wird und so weiter. Wenn das wenigstens die einzige Absage bleibt, ist es gut für die Touristen, die jetzt im März kommen werden. Weil es gibt ja auch in anderen Provinzen schon Meldungen, dass dort bestimmte Restaurants und so weiter wieder schließen mussten und so weiter. Hat sich zum Glück bisher nicht ausgeweitet, so dass man sagen kann, okay, wenn die Lage stabil bleibt, gerade in den Touristenhochburgen, wäre das gar nicht schlecht. Die nächste Absage betrifft dann den April. Das berühmte Songkran Neujahrs- und Wasserfest für Thailand, wo vielleicht auch der ein oder andere Zuschauer geplant hatte, extra herzukommen. Auch in diesem Jahr wird es ohne Wasser stattfinden. Man hat den Thailändern zwar erlaubt, sagen wir es mal vorsichtig, überall durchs Land zu reisen, die Familien zu besuchen, in alle Provinzen zu reisen. Allerdings wird es dort auch ein sogenannter stiller Feiertag sein. Man darf mit der Familie zusammen sein, man darf ein bisschen was das Normale machen, aber keine großen Partys, keine Wasserschlachten, die man so aus den letzten Jahren kannte, bevor diese Situation gewesen ist. Also das ist auch schon abgesagt, muss man sich, wenn man herkommt, also darauf einstellen, es wird ein wenig ruhiger werden. Kommen wir noch kurz zu einer etwas langfristigen Aussicht. Heute wurde vom Gesundheitsministerium bekannt gegeben, dass man plant, in 4 Monaten die gesamte C-Situation hier in Thailand zu beenden. Klingt natürlich erstmal gut, allerdings gibt es absolut keine Details darüber, wie das dann aussehen soll, welche Maßnahmen noch gelten, welche Einreiseregelungen gelten, welche Dinge hier vor Ort dann freigegeben sind, ob es das ganz normale Leben wiedergeben wird, das weiß man alles nicht. Wahrscheinlich kommt die Diskussion, so zumindest ist mein Eindruck, daher, dass man ja hier diese gesundheitliche Versorgung der Leute auf staatliche Kosten eigentlich abschaffen wollte. Dann hat man das wieder verlängert ein bisschen. Jetzt geht es weiter hin und her in dieser Richtung. Wahrscheinlich hängt das alles damit ein bisschen zusammen. Natürlich muss Thailand auch schauen, wie es in der Zukunft weitergeht. Wie kann man das kostentechnisch alles abwickeln? Wie sieht es aus mit Einkommen und so weiter für das Land? Und ich denke, das wird alles damit eine große Rolle spielen. Nur wird man sich natürlich wahrscheinlich noch eine ganze Weile gedulden müssen. 4 Monate ist selbst für Thailand noch eine lange Zeit. So Planungen und so weiter in diese Richtung. Das muss man abwarten.
Wäre natürlich schön, wenn das keine, in Anführungsstrichen, Mogelpackung wird, wie das in vielen anderen Ländern der Welt so ist, wo man dann sagt, ja, wir heben alles auf, wir machen alles wieder normal, aber ihr müsst noch das und das machen. Wir hoffen mal, dass Thailand nicht diesen Weg geht, sondern vielleicht dann wirklich ja, das Land der Freien und Stolzen wieder ist, was es mal gewesen ist oder wo es gerne auch wieder hinkommen kann. Liebe Zuschauer, das soll schon für dieses Freitagsvideo gewesen sein. Wenn die Informationen euch weitergeholfen haben und wenn euch das Video gefallen hat, gebt dem Video einen Daumen nach oben. Gerne den Kanal abonnieren, gerne kommentieren. Wir sagen danke für eure Aufmerksamkeit, danke für eure Zeit und tschüss, bis Sonntag. Tschüss!